Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben hier das letzte Mal gestoppt im Sumpf. Haben uns schon ein bisschen den Weg durchgekämpft. Wir wollen immer noch zu diesem Zepho-Tempel auf Datumir. Und ja, wir wurden auf unserem Weg von dem Hügel, Gebirge, wie auch immer, also da hinten wollen wir ja eigentlich hin, nach unten befördert von einem Bruder der Nacht, der einen riesen Felsen auf unseren Untergrund geworfen hat und wir dementsprechend hier nach unten gerutscht sind. Jo, dann schnappen wir uns den doch erstmal. Da ist noch so ein Ding. Komm. Und da war wieder der Todesschlag. Ja, also wenn man da ungefähr weiß, wie sich der bewegen wird, dann ist es ehrlich gesagt gar nicht mal so schwierig. Wir glitschen durch den Boden. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Sehr schön. Selektion durch Kampf. Ja, ganz schön. Da sind wieder diese komischen Schwestern der Nacht. Wow. Also gegen mehrere Gegner ist die Doppelklinge echt super effektiv. Hör auf, weg zum Laufen. Mistviech. Idee. Kannst du sie hacken? Willst du nachsehen? Was ist es, BD? Und was haben neues Poncho-Material? Savanne. Nehmen wir doch gleich, oder? Wir sind auf Datumir unterwegs und haben jetzt dementsprechend einen Poncho von Datumir an. Aber ich glaube, hier würde es besser passen, wenn wir unseren dunklen Anzug, den Monteur Screw, anziehen. Yes. Dann passt es farblich ein bisschen besser. Sehr schön. Schiff ist abgestürzt. Es war für irgendwas auf der Flucht. Okay, da hinten ist nochmal so ein großer Ungemütlicher. Yo. Ja komm, jetzt legt's euch erstmal gegenseitig. Dann haben wir weniger Stress. Oha. Oha. Jetzt haben die das echt platt gekriegt. Gut. Das brauchen wir. Willst du nachsehen? Also die Doppelklinge ist tatsächlich sehr, sehr effektiv, wenn wir mehrere Gegner auf einmal haben. Kleines bisschen. So. So, jetzt soll es wieder perfekt sitzen und passen. Ich nehme ja immer in einer Session mehrere Folgen auf und zwischen jeder Folge stehe ich erstmal auf und gehe ein paar Meter hier durch die Bude und lass frische Luft rein. Ja.
Ist übrigens ein Tipp, den jeder beherzigen sollte. Nicht stundenlang vor der Kiste hocken und zocken, sondern auch zwischendrin einfach mal aufstehen. Die Gliedmaßen recken. Und ein bisschen frische Luft schnappen. Hallo. Genau, da haben wir den ersten platt gemacht. Da sind wir dann rüber. Da sind wir runter. Da haben die Schwestern der Nacht den anderen platt gemacht. Und hier können wir noch hochklettern. Dann haben wir, glaube ich, soweit alles abgegrast hier unten. Sag mal. Jetzt hat. Da kommt innerlich bei mir ein bisschen der Monk durch. Ein bisschen hin und her schieben, ein bisschen ausrichten, so dass es für mich persönlich passt. So. Machen wir dich gleich mal auf die schnelle Art und Weise. Passt. Also einzeln sind die echt keine wirkliche Gefahr oder eine wirkliche Herausforderung. Ich meine, wie jeder Gegner in dem Spiel, man sollte darauf achten, wie er angreift und nicht einfach nur blind drauf einhacken, weil das funktioniert tendenziell schlecht. Jo, jetzt kommen wir hier auf jeden Fall rüber und können gleich noch eine Truhe öffnen. Und es ist Lichtschwertmaterial, ja. Oder? Sehen wir es uns an. Ja, ein Lichtschwertschalter. Macht und Kontrolle. War jetzt halt nicht so schwierig zu erraten. Das häufigste, was wir kriegen, ist irgendein Lichtschwertmaterial. Das zweithäufigste sind dann so in einem Topf geworfen, glaube ich, die Mantis-Lackierungen und BD1-Skins. Und das seltenste. Okay, das klappt zu schnell wieder auf. Können wir das verlangsamen zeitlich? Ich würde gerne erstmal da lang, bevor ich dann oben rumgehe. Weil vielleicht ist hier irgendwas. Ja, und das seltenste sind die Ponchos eigentlich. So von meinem persönlichen Wahrnehmen, Empfinden her. Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. So. Yes. Geht's nach oben. Da ist sie ja wieder. Das Ding sieht nach Ärger aus. Die Fläule. Fledermaus-Eule. Oha. Verhindert, dass er sich bewegt. Du kannst gegen uns nicht bestehen. Du hast keine wahre Stärke. Wir können gewinnen, Brüder. Bene, hier. Wo bleibt dein Können? Bleib nah an ihm dran. Ein ordentlicher Treffer. Hilf mir, BD. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Er zittert vor Angst. Brüder, helft mir! So, jetzt nehmen wir einen auf die Schnelle aus dem Rennen. Hör auf abzuwehren und... Nein. Hab ich dich.
Feuerflechte. Und wir haben immer noch kein Klettergerät. Kletterausrüstung, wie er gesagt hat. Das heißt, wir kommen hier nicht wirklich hoch. Aber hier können wir weitergehen. Ach komm. Ich sollte mich deutlich mehr konzentrieren. Weil es zieht uns gerade die Stims raus ohne Ende. Das liegt definitiv an mir. Und meinem nicht so vorsichtigen Spielstil. Okay, jetzt könnten wir nochmal dann nach unten und uns heilen. Dann wären hier aber wieder alle Gegner da. Puh. Jetzt, wenn ich wüsste, ob ich es riskieren kann. Okay, hier oben ist eigentlich nichts mehr. Da müssen wir dann hinten lang. Denke ich mal. Ist der einzige Weg, der uns sich jetzt hier offenbart. Wir müssen irgendwo hier wieder rauskommen. Vom Sumpf. Nur der Tod. Die sagst du doch schon die ganze Zeit. Das Pokern hat sich gelohnt. Wir haben einen neuen Meditationspunkt gefunden auf unserem Weg jenseits der Gegner. Sehr schön. Dann schauen wir mal Fähigkeiten. Wir haben gesagt, die Stims verbessern unter Umständen. Ich glaube, das machen wir jetzt halt auch hier an der Stelle. Ja. Jetzt halt, gönnen wir uns das, dass die Stims mehr heilen. Passt. Ja, der Schnachzopfen ist auch wieder am Start. Okay, ich muss sagen, das schaut hier jetzt ehrlich gesagt gar nicht so einladend aus. Moment, das könnte gefährlich sein. Und das ist ja immer cool. Ja, einfach in eine Höhle reinzuhüpfen, nicht? Gara. Wieder, ich fühle mich noch gar nicht bereit für dich. Also das Hinschalten, das Hin- und Herschalten zwischen dem anvisierten Ziel funktioniert für mich nicht so ganz. Schön auf die Klatze gedroschen. Okay. Gut, da müssen wir jetzt definitiv drüber springen.
Bitte. Jo, jetzt dreht sie aber auf, Mann. Jetzt macht sie wieder einen auf Stier oder was weiß ich auch immer und jetzt kommt der große Sprung. Wir massieren dir dabei den Po. Okay, und jetzt? Kommen wieder die Schallwellen. Oi, da jetzt hätte ich springen müssen. Jo, bist du unangenehm. Jetzt gibst du wieder Vollgas. Jo. Und wann lässt denn... Nein! Hilf mir bitte! Okay, also das ist jetzt super unangenehm, Mann. So, und jetzt... Jetzt kommt wieder... Jetzt konnte ich wieder nicht wechseln. Das nervt. Hartmann. Und Flügel stutzen. Und jetzt. Jetzt gibt's wieder Gas. Jetzt muss ich echt aufpassen. Wir haben halt echt keine Stims mehr, Mann. Okay. Jetzt komm runter. Haben wir es geschafft? Haut's jetzt ab. Ist wohl weg. Wir waren genauso angeschlagen wie die Fläule. Ja, jetzt müssen wir echt einen Meditationspunkt finden, uns regenerieren und bis dahin nicht sterben. Jetzt macht er die Augen auf und greift uns an, oder? Jetzt haben wir so kleine Kletterhilfen. Oha, jetzt sind wir ja deutlich schneller unterwegs beim Klettern. Sehr cool. In der Feuerflechte geht's. Ah.
Wunderbar. Zwängen wir uns durch die... durch diesen engen Gang wieder durch. Sehr schön. Jetzt haben wir den Kletterhaken bekommen auf unserem Umweg. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Da drüben ist ein Meditationspunkt. So. Und diesen werden wir sofort nutzen. Und weil es sich so schön anbietet, machen wir an dieser Stelle wieder einen Cut. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hab mich sehr gefreut. Würde mich auch freuen, wenn wir den Weg noch weiter gemeinsam gehen würden und endlich den Tempel auf Datomir erreichen würden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf und möge die Macht mit euch sein.